Okay, Chat. Okay. Wir gehen in die TikTok-Reaction, Chat. Ausrufezeichen Discord, wenn ihr was bei Discord reinsenden wollt. Ausrufezeichen Discord einfach. Wir haben gestern nicht drauf reagiert. Digga, das ist Zufall, dass das hier gerade auf meiner For You ist. Normalerweise ist sowas nicht. Motte ist vielleicht der erfolgreichste. Bruder. Ja, sowas ist bei mir drauf. Mal ganz kurz die Leute. Und der Gott, beste Kinder Spieler, ohne diese FIFA gezockt oder gezogen hast. Ach, Digga, jetzt check ich's. Das ist gar nicht mein TikTok-Account. Das ist hier, ich bin auch bei so einem Random-Account drauf. Das ist nicht mein TikTok-Account, Chat. Ich guck mir sowas nicht an. Guckt hier da, zack. Hier, sowas kommt normalerweise bei mir. Okay, das war weird auf eine andere Art und Weise. So, wartet. Genau, Hamed Reaction. Nicht der Anwalt, Digga. Hamed Reaction, der Account, den ihr markieren sollt, wenn ihr wollt, dass ich auf irgendetwas reagiere. Wir klicken drauf und gucken, was geliked wurde. Hä? Faru bricht bei Hamed ein. Digga, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Bruder, wie er mich erschrocken hat. Digga, lol. Squirksy, danke für den Zap im vierten, mein Bruder. Pizza mitgenommen, Bruder. Sechs Stück, Bruder. Was? Wer schafft mehr Pizza? Alter! Hä? Digga, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Nein, Bruder! Die Zeit sah so schön aus! Die Zeit sah doch so schön aus, Bro! Mann! Sky for less, Digga! Nicht Dankeschön für 10 Subs! Nicht Dankeschön für 10 Subs! Was ist das Gegenteil von Dankeschön? Das Gegenteil! Danke hässlich! Danke hässlich für die 10 Subs! Bruder, wie er mich erschrocken. Ich chill auf Insta, bin auf ihr Account. Nicht nur einmal bin ich da drauf. Das ist keine Chaya, das ist eine Frau. Ihr Aussehen so lecker, genau wie Kakao. Ich will sie haben, aber ich bin zu faul. Bei Bitches damals, ich verschluckt. Aber diese eine macht mich immer dumm, mein Bruder. Hä, aber Digga, der sieht echt so aus wie ich. Der sieht aus wie Hamed Loco, ja. Also 2000 Likes. Ey, der Typ, der das Lied gemacht hat. Der Typ, der das Lied gemacht hat, hat drauf kommentiert. Okay. Ey! Ich chill auf Insta, bin auf ihr Account. Nicht nur einmal bin ich da drauf. Das ist keine Chaya, das ist eine Frau. Ihr Aussehen so lecker, genau wie Kakao. Ich will sie haben, aber ich bin zu schlau. Weil Bitches damals, ich war schlau. Aber diese eine macht mich immer dumm, mein Bruder, mein... Ich chill Digga, lol. Junge. Du musst Hamed erwähnen in deinem Lied, der freut sich, Bro, auf Lock. Oh. Ja. Safe, Bruder. Safe macht er so. Ich grüße Hamed Loco am Anfang von seinem Lied. So. Er denkt auch Jason Anit. Er denkt auch Hamed Loco, Digga. Er sieht ehrlich aus wie Hamed. Also wie ich. Dachte am Anfang Hamed Loco. Der denkt auch Hamed Loco. Ne, krass. Leute, ich wurde gerade von Hamed für eine Stunde getimeoutet, ne? Und ich bin ungelogen seit 10 Minuten oder so, ganzer Chat voll mit Free Günay und so. Digga, er ist das die ganze Zeit so am Ignorieren, Digga, alles wegen ihm. Ich hab's nicht mal ignoriert, ich hab sogar getimeoutet. Ihm hier, Digga. Oder wie das heißt, geturned. Ich wurde gerade von Hamed für eine Stunde getimeoutet. Digga, nein, es war nicht wegen ihm, es war wegen dir. Günay darf mir nicht in den Rücken fallen, egal wer hier sitzt. Es kann ein Abdallah sein, es kann irgendwie irgendwer sein. Wenn Güne etwas macht hinter meinen Rücken, dann bin ich sehr, sehr sauer. Ey! Nein! Nein, wieder 10 Gift-Subs. Ja, aber bei Faro bin ich auch mal größer. Ist mir scheißegal! Ist mir scheißegal! Ich muss für dich als Nummer 1 kommen, wenn du für mich als Nummer 1 kommst. Soll ich ihm in den Rücken fallen? Ja! Vor mir in den Rücken fallen? Ihm in den Rücken fallen, natürlich! Natürlich! Tarik, danke hässlich für die, 10 Gift-Subs. Wie Menschen mit Erkrankung. Wie Menschen mit Erkrankung die Welt sehen. Die Welt sehen. Hey, ganz normal. Autismus. Menschen mit war doch voll normal, oder? Ab Autismus stimmt nicht ganz, nur wenn es mir viel wird, dann ja, sonst werde ich die Welt ganz... Sonst sehe ich die Welt ganz normal.
Bruder, deine Tastatur anscheinend nicht. Oscarless! Danke hässlich für deine 5 Giftsubs, Mann! Was soll das? Was soll das? Ey, guckt euch das an, Chat, Digga. Ey, ich bin so Fanboy gerade, ne? Mert hat auf meine Story reagiert, Digga. Mert hat auf meine Story reagiert. Was soll ich antworten, Chat? Was soll ich antworten? Was soll ich antworten, oder? Mert hat auf meine Story reagiert, Chat. Herr zurück. Herz? Mert Matan? Nein, Junge! Soll ich so? Oder ist das zu viel? So? Soll ich Abi zu ihm sagen? Ja? Yeah? Abi, danke. Wofür danke? Das ist ja zu viel. Zu viel? Herz, seine Nachricht. Digga, das ist... Bruder, das ist für mich Drake. Ja? Yeah. Lass Abi. So? So, soll ich schicken? Soll ich schicken? Ja. Yeah. Ich mache! Bam! Ey, Digga, Bruder. Oh mein Gott. Ich bin so Fan, ne? Guckt euch das an, Chat. Guckt euch das an. Guckt euch das an jetzt. Ich zeig's jetzt. Ist egal. Digga, ich guck jetzt. Oh, shit, Bro. Oh, shit, Digga. Ey, lach nicht über mein Aussehen, okay? Bruder, ich war nervös in diesem Moment. Ich war nervös in diesem Moment, als ich ihn gesehen hab, okay? Chillt ein bisschen. Ein Gang zurückschalten. Ich war sehr nervös in diesem Moment. Ich war sehr, sehr nervös in diesem Moment. Okay? Chat, beruhigt euch, Chat. Okay? Beruhigt euch. Siehst du ein bisschen aus wie der Casey? Ja, okay, Bruder. Sag gleich Hund zu mir. Sag gleich Hundesohn. Ich war nervös, Bruder. Er ist mir jetzt gefolgt, Digga. Das ist für mich so, wie als wenn Drake mir folgen würde. Besser, Bruder. Ich sag dir ehrlich, besser. Ich höre nicht so viel Drake. Ah, doch, Drake höre ich schon. Ein paar Mal. Aber jetzt so Lil TJ oder so, Bruder, das wird mich nicht so krass jucken. Aber Mert, Bruder? Boah! Oh mein Gott! W's in den Chat, Jungs! W's in den Chat! Alter! Junge! Das ist so... Ich weiß, das ist schon krass. Das ist schon krass für mich, Chat. Also ich bin schon glücklich, ich sag ehrlich, ich bin schon glücklich. Weil damals habe ich Mert geguckt und ich habe Mert unnormal gefeiert, ich habe Mert Musik gehört, ich höre Mert Musik immer noch. Als er mir gestern gefolgt ist, Bruder, das war zu viel. Das war zu viel. Ey, nein, Bruder! Skifurles! Ey, ich dachte, ey, Junge! Nochmal hier schlafen, Bruder! Nochmal! Nochmal hier schlafen? Nein! Nein! 6 Stunden 39. Dickes W. Null! Null! Wo, dickes W? Digga. Einer schreibt, Hamed tut mir ein bisschen leid, aber egal. Wie aber egal? Wie? Digga, hä? Das ist nicht leid tun, das ist drauf scheißen. Hamed tut mir ein bisschen leid, aber egal. Ja, danke, korrekt, Digga, dass es dir ein bisschen leid getan hat, aber bevor es dir egal war. Nice. Digga, das hier ist gerade nicht mal Tag 7, Chat, ne? Das ist Tag 8. Ich erinnere euch. Tag 8. Ich glaube auf jeden Fall, Männer sind in den meisten Sachen besser als Frauen. Nicht in allen, aber so, wenn ich das in Prozentzahl sagen müsste, in so 90% der Sachen sind Männer besser. Weil selbst wenn man so zum Beispiel guckt in so Bereichen, wo man die eher zu Frauen zuordnen würde, so Kochen oder so. Also Bruder, ich kenne nur Chefköche, die Männer sind. No front! Also wenn Männer sich auf Kochen konzentrieren, auf einmal die sind besser in Kochen. Aber natürlich nicht in allem. So, wisst ihr, wie ich meine? So zum Beispiel Twerken und sowas können Frauen besser. Wobei, ich weiß nicht. Wenn Männer können Messer besser twerken? Weiß ich nicht. Auf Ernst. Schminken? Ja, Männer können sich mittlerweile auch besser schminken, einfach. Dieser Dings, Jeremy Jason oder wie der heißt, dieser amerikanische YouTuber. Lass doch mal ernst sein jetzt. Putzen können Frauen gut. Boah, ich weiß ja gar nicht, ne, ob Männer nicht vielleicht besser, weiß ich nicht. Ob sie vielleicht besser putzen können. Was können Frauen offensichtlich besser als Männer? Lutschen. Bruder, ich weiß es nicht, weiß ich nicht. Also zum Beispiel, wenn man, guck mal, das ist ja nicht mal böse oder so. Wenn wir jetzt sagen würden, was können Messer safe besser, Männer, dann wäre Fußball zum Beispiel ein Punkt. Können wir safe besser, so Männer, ist einfach so Fakt. Lästern, Abo, ja, stimmt. Loch geben, ja, aber Männer können zum Beispiel ja nicht mal Loch geben, weißt du, ich meine? Ah, doch, können die auch. Kinder bekommen. Zum Beispiel,
Dann hab, also so Kinder bekommen können die besser. Einer hat Tanzen geschrieben, oder? Ich sagte ehrlich, nein. Ich glaube, guter Real Talk, Chat. Guter Real Talk. Oh, yes. Oh, Bruder. Oh, yes. Als er ihn getunnelt hat, dachte ich, ist er illegeller. Ja, moin, korrekt. Tarek, danke schön für die 5 Gift-Subs. Digga, einer schreibt Eli auf die 1. Das ist nicht Eli. Achso, er hat mich gar nicht mit Eli verwechselt. Er wollte einfach nur so schreiben, Eli auf die 1. Korrekt. Dachte kurz, Manuelsen hat mitgemacht, Bruder. Gutes Engel! W-Edit-Chat! Oh, er hat mich erst zerstört und danach ein Tunnel rausgehauen. Ey, Skifirulis! Skifirulis, auf! Skifirulis, hör auf, 10 Gift-Subs! 7 Stunden voll gemacht. Dein Ernst? Und Tarek auch, Bruder. Ey, die machen gerade Ping-Pong. Die spielen Ping-Pong mit Gift-Subs. Einer 10, der andere 10, der andere 20, der andere 10, der andere 5, der andere 100, der andere... Die spielen quasi Ping-Pong mit meinem Leben einfach. Ja, komm, Hamid, nochmal 20 Minuten. Na, nochmal eine halbe Stunde. Hier, eine Stunde streamen. 20 Minuten nochmal. Ja, 5 Minuten. Denn ich hab kein Interesse. Oh, Deutschrap ist fresher denn je, okay. Denn ich hab kein Interesse, ich tanze mit meinen Mädels und spüre die Bässe. Männer, sie gucken, doch sprechen nicht an. Konkurrenz hab ich keine, weil ich's einfach kann. Denn ich hab kein Interesse, ich tanze. Okay, und jetzt bewerten wir ihr Rap. Ich tanze mit meinen Mädels und spüre die Bässe. Männer, sie gucken, doch sprechen nicht an. Konkurrenz hab ich keine. Auch Katastrophe, auch Katastrophe. Ich hab noch nie geraucht. Okay. Baba, rauchst du? Ich hab noch nie geraucht. Allein der Geruch sagt mir, dass das nichts für mich ist. Egal ob Haschisch, Vapes oder Zigaretten. Ich kaufe mir lieber mit dem Geld was anderes als so eine Scheiße. Ich hab noch nie geraucht. Ja, ist ja auch richtig, hä? Der schreibt, Baba, rauchst du, ich, als wenn das so ein Witz wäre. Und schreibt da Hashtag Meme, Hashtag Funny. Oder was daran lustig? Es stimmt doch. Rauchen, Vape, Zigaretten, Shisha, alles dumm. Oder ich fänd's auf Ernst. Es ist cleverer, sein Geld in V-Bucks zu stecken von Fortnite, als in Shisha oder Zigaretten. Jemand, der so sein Taschengeld für V-Bucks ausgibt, ist krasser als jemand, der sein Taschengeld für Zigaretten ausgibt. 2014 Nike-Werbung. Boah. Boah. Ey, geil gemacht, Digga, das war echt stark. Ey, Leute. Timmy Turner, ich seh's direkt. Was haben die aus Cosmo und Wanda gemacht? Entweder ich lebe hinterm Mond des Grauens oder die haben komplett reingeschissen. Digga, ich wollte einfach Cosmo und Wanda gucken und so klingt das Intro jetzt. Digga, was ist das? Ey Leute, was haben wir aus... Hä, wer ist Chloe? Was zur Hölle? Die haben einfach auf Krampf einen neuen Charakter reingepackt. So Frauenquote einfach. Nein. Ja, würdest du eher deine Jungs verraten, oder? Oder deine Freundin betrügen? Ich sag dir ehrlich, ich würde meine Freundin betrügen, weil meine Jungs waren in sehr, 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 sehr schwierigen Zeiten neben mir, hinter mir, vor mir. Alles über meine Jungs. Meine Jungs sind für mich wie Familie. Die kennen alle meine Mutter, ich kenne deren Mutter. Wir haben zusammen geschlafen, wir haben zusammen aus einem Teller gegessen. Egal, was passiert, ich werde immer hinter meinen Jungs stehen. Ja, er hat recht. Ihr müsst euch überlegen, egal was eine Frau gemacht hat, ihr habt damals mit euren Jungs... alles durchgemacht. Alles. Die standen immer hinter euch. Egal ob in echten Leben, in Fortnite. Immer. Skifirulis, Bruder! 5 Gift-Subs wieder, ja? Digga, unnötig. Danke, hässlich. Was ist das denn? Er sieht ja sogar fresh aus, Bruder, aber er trägt einfach... Was ist das für eine Hose? Was für eine Hose, Bruder? Das sieht aus wie so ein... Guck mal, wer dieses Adidas-Zeichen nicht da? Und du würdest hier so Stöckelschuhe... Das sieht so aus wie so eine... Hose von einer Frau, die so auf so einem... Ja, wichtigen Essen ist. Was ist das denn, Digga? Fühlst du dich verantwortlich für das Leiden, was ihr Männer uns Frauen antut? Welches Leiden? Welches Leiden?
Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja. Hast du nicht das Gefühl, dass Männer, dass wir leiden wegen Männern? Also du leidest jetzt wegen Männern? Oder nicht nur ich, jede Frau. Jede Flinterperson. Aber warum sprichst du für alle Frauen? Ich glaube, ich kann eher für alle Frauen sprechen als du. Aber warum? Vielleicht ist er ja auch eine Frau, Digga. Man weiß heutzutage nicht mehr. Aber willst du wissen, dass ich nicht auch eine Frau bin? Als ob, Digga! Genau das gleiche habe ich auch gesagt! Oh mein Gott! Ich kannte das nicht! Du kannst ja schon lügen. Nein, ich hab's noch nie gesehen! Meine Aussage übernommen! Das war meine Aussage, ich habe nicht geklaut. Ich habe zuerst reingeworfen. Ich habe diese Aussage zuerst reingeworfen. Bruder, das war noch nie passiert! Ich schwöre auf alles, ich habe das noch nicht gesehen, dieses TikTok. Wallah, ich hab das noch nicht gesehen, das TikTok. Geisteskrank. Wallah, geisteskrank. Lüg mich, ja. Ich kann verstehen, dass ihr das nicht glaubt. Das war schon ein dicker Zufall. Wallah sogar, ich hab das noch nicht gesehen. Wallah. Ich hab's noch nie gesehen, dieses TikTok. Bruder, das ist geisteskrank. Ich hab aber zuerst gesagt, theoretisch hat er von mir geklaut. Ach so, du bist ja am Fasten. Eigentlich hat er von mir geklaut. Monte, ist es egal, dass andere fasten? Was? Ach so, du bist ja am Fasten, Sylo, hast du Pech gehabt? Stößchen auf dich, Sylo. Bruder, er hat auf jeden Fall nicht Pech gehabt, aber ja, also. Auf jeden Fall, Chat, sollte man, wenn man fastet, nicht zu anderen gehen und sagen: Bruder, ich faste, mach das und das nicht. Weil wenn man fastet, muss man auf sich selber achten und nicht auf die Leute um ihn herum. Deswegen ist auf jeden Fall L, wenn man Monte vorschreibt, nicht zu trinken oder zu essen. Aber wie er drauf reagiert, ist auch L. Also, wisst ihr, wie ich meine? So, beides geht einher einfach. Das gefordert als Dankeschön für den random Gift-Sub. Also, naja. Er soll trinken, aber er soll nicht so hasse Pech gehabt, weil eigentlich ist Fasten ja was Schönes. Also, er hat nicht Pech gehabt, sondern so, ja, ist ja was Schönes für den, der fastet, so, eigentlich. Aber dieser Sylo oder wie das ist, Bruder, der kann nicht zu Monte gehen und reinschreiben, Bruder, ich faste, trink nichts. Weil es ist ja immer deine eigene Verantwortung. Du darfst nicht das anderen vorweisen, wenn die, vor allem der ist ja, Monte ist ja auch nicht mal Moslem, ne? Oder? Ist Monte Moslem? Ich kann nicht. Selbst wenn. Tarek, danke für 5 Gift-Subs. Ich küsse dein Herz. Eli, was sind deine 3 Lieblingssongs? Oh, Top 3 ist immer schwer zu sagen, aber was ich so momentan, glaube ich, am meisten höre, ist einmal Doom von Juice WRLD. Ist ein bisschen älter schon, aber finde ich sehr, sehr cool. Dann Doom. Ich mag auch so spanische Musik, da feiere ich auf jeden Fall Narcos. Okay. Und mein absolutes Lieblingslied. Ich weiß es. Ich weiß, was sein absolutes Lieblingslied ist. This. Oder? Momentan ist Trance, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber das ist sehr, sehr cool. Ah, Trance ist ehrlich geil, hä? Trance ist ehrlich gut. Okay, ich sage euch jetzt meine 3 Lieblingslieder. Es gibt so eine App, da kann man gucken, welche Lieder du am öftesten gehört hast, okay? Ich sage jetzt nicht die, die ich am freshesten finde, sondern ich einfach die, die ich in den letzten Wochen am öftesten gehört habe. So, Songs, letzte 4 Wochen. Oder habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, ich sage euch ehrlich. Ist das ernst? Lol. Ja, okay. Ich zeig's euch einfach. Aber das jetzt, hätte ich jetzt nicht erwartet, Digga, bei den ganzen. Das sind die. Ich sage euch ehrlich, ich bin selber L gerade. Wenn ich selber sagen müsste, was so meine Lieblingssongs gerade sind, jetzt gerade, da würde ich sagen, Jazik Diamond Ring, Wet Russ Millions und ja, New York von Rondo da Sosa. Das, die 3. Aber anscheinend offensichtlich die Schlauen. Ihr könnt ja mal das, was ihr am öftesten hört, gerade reinschicken. Shoot Reezy ist auch gut, aber ich finde so Platz 4 oder so. Finde ich aber auch gut. Die wussten, dass ich mir nicht eine Wohnung anschauen wollte. Jetzt ist es raus. Interessante Wendung im Beef zwischen Orange Morange und Tanzverbot. Orange hat sich entschuldigt. Tanzverbot hat es auf jeden Fall verdient, dass ich mich bei ihm entschuldige. Ich werde natürlich für meine Fehler gerade stehen. Und wenn Tanzverbot in irgendeiner Art und Weise deshalb umziehen muss, werde ich für die Kosten aufkommen. Natürlich. Also das ist für mich selbstverständlich. Auch als Zeichen, um zu zeigen, dass es wirklich ernst ist. Bruder, man kann doch nicht jemanden seine Wohnung leaken und dann sagen, ja Bruder, wenn er umziehen muss wegen mir,
übernehme ich die Kosten, ist für mich selbstverständlich. Aber es war für dich nicht selbstverständlich, seine Wohnung nicht zu leaken? Hä? Macht gar keinen Sinn. Deine Aussage macht gar keinen Sinn. Bruder, für mich selbstverständlich, dass ich seine Kosten übernehme. Aber ich leak auch seine Wohnung. Tanzverbot lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Was denkt ihr jetzt, was ich mache? Ich gehe jetzt Montag zu meinem Anwalt. Hey, ja, der Kevin, der hat sich entschuldigt und ich glaube, wir können die Sache sein lassen. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ob Orange Morange zur Besinnung gekommen ist. Nö, denn er legt sich direkt mit dem Nächsten an, und zwar mit Herrn Newstime. In seinem Stream schrieb er, Newstime, du hast meinen Content ohne Erlaubnis gestreamt. Ich mache jetzt DMCA-Claim. Was sagt ihr zu der ganzen Thematik? Schreibt's mal in die Kommentare. Aber anscheinend offensichtlich die Schlauen, die wussten... Lol, was ist DMCA-Claim? Ich kenne das nicht mal. Digga, es gibt Digga, dieser Beef zwischen so Streamern und so, ne? So random manchmal. Hey, Newstime kenne ich nicht mal. Digga, was ein schönes Bild, auf Ernst. Was ein schönes Bild, Bruder. Das hat mich gerade berührt. Das hat mich gerade berührt, ehrlich. Das hat mich gerade berührt, Digga. Digga, ihr müsst euch überlegen, das ist so krass für die argentinische Geschichte. Mein Vater ist mit einem argentinischen Torwart aufgewachsen, der unnormal krass war. Aber Dibu ist der beste argentinische Torwart jemals, Bro. Jemals. Argentinien hatte noch nie, es gab noch nie in der Geschichte von Argentinien einen besseren Torwart als Dibu Martinez. Gab's einfach nicht. Das ist so geisteskrank, wenn ihr das mal überlegt euch das mal. Überlegt euch das mal, Chat. Er ist einfach der beste Torwart einer ganzen Nation seit Beginn von Fußball. Geisteskrank. Hä, warum schreiben Leute L? Hä? Ist der dumm? Messi guckt ihn süß an. Messi lacht ihn nicht aus. Einer spammt dreimal L. Guck mal hier. Da, ein Tag stille Treppe, Natilion. Natilion. Jetzt Alter, stellt euch das. Oh nein, Digga. Was ist das denn jetzt hier? Oh nein, Digga. Jetzt stellt euch das mal vor. Irgendwann ist doch irgendwo auch mal Schluss. Das geht um so einen kleinen Jungen, 10 Jahre alt. Und der will auch Ramadan machen. In einer deutschen Schule Ramadan. Marvel, danke für den Zapfen. Ja, Leute, spinn ich oder was? Es gibt doch Dinge, die hältst du nicht für möglich. Natürlich soll der Kleine seinen Ramadan feiern. Das ist aber nicht mehr wie richtig. Stell dir das mal vor. Ein deutsches Kind möchte vielleicht die Fastenzeit machen, in der wir uns übrigens gerade befinden. Würde sich da einer aufregen? Würde eine Schulleitung sagen, nein, der Junge kann das nicht tun? Aber bei den Moslems, da können wir das ja machen. Die Moslems haben kein Recht auf Religionsfreiheit. Nein, das ist eine deutsche Schule, die sollen sich dementsprechend benehmen. Ich könnte gar nicht so viel essen, wie ich kotzen kann. Natürlich soll der Junge seinen Ramadan feiern. Was soll das? Habt ihr in eurer Schule nichts? Hä, Bruder, warum geht das Video so lange, Bruder? Hä? Man darf doch in jeder Schule Ramadan machen, oder nicht? Einfach nicht essen. Als ob Mert im Chat ist. Bruder, Mert, was geht ab, Bruder? Ich kann's, aber ich finde die Nachricht nicht jetzt, ja? Scheiße. Gib mal Namen. Stark. Kapitän. Mein Bruder Mert. Bruder, hä, man darf doch Ramadan machen an deutschen Schulen, oder nicht? Nein, Bruder, kann mir nicht vorstellen. Hä, ich mach einfach. Wenn jemand fasten will, Bruder, iss einfach nicht, trink einfach nicht. Man kann... Abo, Digga, nein, doch nicht, mein Bruder Mert, ja? Hey! 20 Gift-Subs! Nein, Bruder! 8 Stunden, ich schwöre, 8 Stunden! 8 Stunden, Bruder, ich bin heute auch nicht zu Ende. Heute auch nicht zu Ende. Morgen auch nicht zu Ende. Übermorgen auch nicht zu Ende. Übermorgen auch nicht zu Ende. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Bruder, ich schwöre, ich schwöre seit 8 Tagen. Ich schwöre seit 8 Tagen, Bruder. Alter. Amen, Hakim. Korrekt, Bruder, dankeschön. Danke, danke. Geh mal lieber Lieder schreiben oder so. Ohne Sinn. Ich kann mal drop der 20 Gift-Subs. Eine Stunde. Wie viel ist 20 Gift-Subs?
Ahmed, ist lustig, ne? Besseres zu tun, wie sich um jeden Scheiß zu kümmern. Für den Jungen. Ja, vergessen, was du wolltest. Ist der Ramadan wichtig? Seine Eltern begehen den Ramadan, es gehört zu seiner Kultur. Und wir haben in Deutschland eine Religion. Abo, ja, Digga, aber das, was der Typ, ich weiß, er will korrekt sein gerade, aber es macht gar keinen Sinn. Eine Schule kann nicht verbieten zu fasten, weil, Bruder, du kannst ja einfach, du musst ja einfach, was musst du machen? Nicht essen und nicht trinken, fertig. Was sollen die machen, Bruder, wenn du nicht isst und nicht trinkst? Dir das in deinen Mund stecken? Anime-Fans. Ey, wow! Wer hat das geliked, Bro? Was zur Hölle? Digga, das sind hier gerade nicht meine Likes, Digga. Das sind hier nicht meine Likes. Was zur Hölle, hä? Wer hat das geliked, Bro, hä? Würdet ihr diesen Deal annehmen? Ihr dürft euch den jeder... Digga, Bro, Güne, was likest du da? Okay, ich höre es mir an, aber ich guck weg, Chat. Fadismus, danke schon für die Zap im Ersten. Anime-Fans, würdet ihr diesen Deal annehmen? Ihr dürft euch in jede Anime-Welt teleportieren, in die ihr möchtet. Aber dafür müsst ihr euren ersten Ad töten. Bro, du schickst mir so Sachen, wo so Siebenjährige mitmachen bei TikTok. Das soll ich jetzt machen? Ja, wer ist mein erster Ad? Warte, Bruder, ich muss ja wen töten. Stopp, 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 stopp. Nein, stopp, stopp, hallo, Digga, was ist das jetzt hier? Mein erster Ad war ich selber. Bring mich doch nicht selber um, in einer Anime-Welt zu leben. Hä? Vor allem, Bruder, ich würde gar keinen umbringen, Digga, dass ich überhaupt geguckt habe. Es lohnt sich nicht, für jemanden zu weinen, der nie mit dir zusammen sein wollte. Einem Verräter zu verfolgen, ist dasselbe, wie den Müllwagen zu verfolgen, um deinen Müll zurückzubekommen. Gott hat treue und schönherzige Menschen für dich. Du musst nicht weinen, du musst dich freuen, denn das Beste kommt noch. Es auf Ernst, ich hab's nicht verstanden. Lohnt sich nicht. Ich war so verwirrt irgendwie von der Stimme, die nicht zum Mund gepasst hat und dem Kind, das einfach in einem Bus, leeren Bus einfach fährt. Boah, ich war zu verwirrt. Hä? Ich weiß nicht, was gerade los ist, ehrlich, ne? Aber Bruder, es wird ehrlich Ping-Pong gespielt gerade mit meiner Streaming-Zeit. Fadismus nochmal mit 10 Gift-Subs, korrekt? Korrekt, Fadismus! Oh, Bruder, ja, ich hätte echt vorher eine Grenze setzen sollen. Ich hätte echt offiziell sagen müssen, bis dann und dann spätestens. Für jemanden zu weinen. My two sides. Alicia Lehmann! Oh! Guck mal, das Ding ist Real Talk vom... Ach, Bruder, ich hab schon wieder 10, Bruder. Darf ich ausreden? Darf ich ausreden? Bruder, ich darf gar nicht reden. Wieder 10 Gift-Subs. Nicht mal 10 Gift-Subs, wenn ich... noch nie bekommen, als ich nicht den... Okay, doch, aber... Ihr wisst, was ich meine. Hier haut er 10 Gift-Subs, 10 Gift-Subs, 10 Gift-Subs, als wäre das nichts. Und ich darf immer länger streamen. Ich schwöre auf alles momentan, diese Subs jucken mich nicht mal mehr. Wir haben 2900 Subs, wir hatten vorher 700 noch was oder 800. Aber es juckt mich nicht mal mehr, Bruder, weil es juckt mich die Zeit nur, diese hier. 8,5 Stunden. Alicia Lehmann, ich finde, die sieht vom Gesicht jetzt nicht so krass aus oder so, ne? Ihr Körper ist halt gut. Sie hat sogar selber gepostet. Sie hat sogar selber das hier gepostet. Me having no interest in the boy. Okay, okay. Keep the heads ringing. I can dance. Hä? Ehrlich, voll gut. Ehrlich, voll gut, ohne Spaß. POV Mathe Nachhilfe. Logo Tsubasa, Dankeschön für den Gift-Sub. Mathe Nachhilfe endet nicht mit einer 1 im Zeugnis. Sondern. Digga, überlegt euch das mal. Warte mal, sind eigentlich... Digga, der Mann, der dafür gesorgt hat, dass die schwanger geworden ist, ist eigentlich, wenn man überlegt, eine Ho. Wisst ihr warum? Er wurde ja im Endeffekt dafür bezahlt, dass er das macht. Auch wenn
er eigentlich bezahlt werden sollte für Nachhilfe, wurde er dafür bezahlt. Eigentlich seine Ho. Eine männliche halt. Digga. Bruder, ich hoffe, die war volljährig, ja? Und er oder halt beide nicht. Aber lieber beide doch. Aber nicht der eine nicht und der andere schon. Viele Leute reden. Karim Adeyemi. Viele Leute machen Auge. Aber wir sind eine Familie. Und lassen Fakten sprechen. Speak facts. Freundschaft klingt das mit Vorsicht, ich bin von meiner Sorte. Du schwörst, während du dein Wort kriegst, diese Welt hat mein Herz ermordet. Doch ich hoffe, Gott lässt mich rein an seiner Pforte. Ich will Cash und keine Torte. Zu meinem B-Day, Bro, ihr seid nicht auf mein Level, ist ein TKO. Im Internet reden sie groß, aber leicht sind sie ganz klein. Reden groß, aber leicht sind sie Schwanzheim. Aber sie sind meine Söhne, so wie Mannheim. Boah, wie kann sieht fresh aus, W. Hä? Der hat so eine Kollaboration mit Dortmund gebracht an Klamotten. Bruder, ich glaube, ich sage euch ehrlich, 100% das Fresheste, was Dortmund jemals gebracht hat. Ja, zeig mal die Klamotten auf, korrekt. Der Zipper sieht fresh aus, mit diesem Auge auch als Zip-Ding. Ja, yeah, sieht fresh aus. Sieht fresh aus, Chat. W ist in den Chat. Nice, stark, Ademi. Fick deine Schwester. Fick deine Mutter, du Hurensohn. Wenn du so viel Alter. Zombie. Mit deiner verdammten Scheiße. Ist der wirklich gay? Oder nur Messi-Fan? Ah, Witzbold. Die Ronaldo-Fans stehen doch auf das Aussehen der Männer. Die Ronaldo-Fans stehen auf Ronaldo wegen seinem Aussehen. Fußballerisch kommt nur Messi in Frage. Deswegen überlegt euch mal ganz kurz, auf wen würden denn Schwule eher stehen? Auf Messi oder auf Ronaldo? Together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sipping at a bullet bump, little lady. Haben wir letztes Mal schon gesehen. Ah, das war noch drinne vom letzten Mal.